herzlich willkommen zurück in Kyrat. Lange nicht mehr gesehen und trotzdem wiedererkannt. Neben mir mein Lieblingschauffeur, die liebe Pomrente! Genau. Allerdings heute die Folge mit einem Auge. Mein Auge fehlt. Ja, das ist kaputt. Das ist recht. Ja, ja, ja. Mir ist es vorhin rausgefallen. Und hab da jetzt dezente Schwierigkeiten. Ey, also bei mir. An, du Sonntagsfahrer! Echt, ihr fährt denn? Ah, nein, 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 dieser Raum, die so auf der Straße. Ah, da kommt ja noch einer. Sag mir bitte nicht, dass da gerade zwei Autos entgegenkamen. Gerade, wir werden schon wieder geschossen, das ist ja was ganz Neues. Ja, meine Aufnahme fällt heute flach, also meine Ansicht, weil irgendwie es Probleme gibt. Mit Far Cry. Okay. Ja. Und nicht nur bei der lieben Powerbrit, sondern auch bei mir, wie es den Schein macht. Wir hoffen, wir können das in Zukunft beheben. Ja. Aber eine Kuh. Ja, auf jeden Fall haben wir uns gedacht, machen wir heute noch ein kleines Türmchen. Ja. Wenn wir da mal ankommen. So, wir machen heute noch ein Türmchen, damit die letzte Wolke von der Map verschwindet. Und danach schauen wir mal, was wir da noch so in der Nähe finden. Und wir müssen zu Karlas. Ja. Definitiv. Kein Gas tauscht. Ich hab repariert. Okay, das war's mit reparieren. Doch, das auf Wurzel, darauf können die aufbauen. Morgen. Ach, das. Aber wir haben Glück mit dem Wetter, lieber Powerwitzel. Ja, da schneit voll geil. Schneit das bei dir? Ja, wenn irgendwie der schneit. Oh, Alter, das ist wie eine Brücke hier. Okay. Nein. Denn sie sieht wohl in einer anderen Wetterzone als ich. Also bei mir schneit das. Bei mir scheint die Sonne. Hihi. Ja, wer Schnee sehen will, hat jetzt Pech gehabt. Da fehlt die zweite Ansicht. Heißt ja nicht umsonst. Zwei Ansichten, zwei Jahreszeiten. Wir sind da irgendwo, oder? Ja, würde ich mal sagen. Oh, oh, oh. Da kratzt am Profil, liebe Paubitz. Miep. Alter, wir hätten uns ein Quad ausleiten sollen. Da war der Turm. Ich höre sie schon rumschnattern da oben. Ja, ja, ja. Die Akteure werden erschossen. Und die, die kämpfen, werden das Recht erschossen. So, hoffentlich sehe ich die diesmal auch. Nicht nur du. Jetzt musst du sagen, wo ich hinschießen muss. Weiter links. Oh, da ist ein Poster. Sehe gar keinen. Gibt hier gar keine Leute. Hallo Leute. Meine Kamera sagt mir nö. Da ist ein Postmann. Da ist einer, irgendwas. Ach da. Oh. Molly aus Stahl! Ja. Ein Glück, dass wir nicht gesehen haben, die haben hier einen Mörser. Okay, noch höher werden. Jetzt? Hier ist noch ein Poster. Okay. Sag mal, gibt's hier keinen, der in den Turm gebracht hat? Doch, ich hab schon zwei umgebracht. Achso. Ja gut, ich muss Priorität nehmen, so, ne? Ja, das ist richtig. So, machen wir Räuber leider. Hallo? Das sieht mir witzig aus. Komm, wir hacken uns da durch. Na, irgendwo muss das doch. Sind schon wieder voll die Turm-Noobs. Wie kommen wir denn hier hoch, Mann? Lass mich rein! Lass mich rein! Irgendwie raufstellen. Hab, hab! Der rutscht einfach runter, die dumme Sache. Nee, ich glaube, das geht nicht. Ah, und Momente.
keine Zeit mehr, euch zu spielen, Wölfe. Tut mir leid. Hallo! Ja, ich habe schon versucht, hier mich auf den Stein zu stellen und dann aufs Dach rauf, aber irgendwie. Glaube? Wir haben irgendwo einen Enterhaken übersehen. Problem ist, die Haken da oben, die er da hat, die sieht er von hier unten gar nicht an. Nee. Also muss er hier irgendwo irgendwas 17-mäßiges sein. Ich glaube, ich weiß, wo das Problem liegt. Wir kommen unter den Turm, hier muss irgendwo eine Höhle sein. Das ist natürlich auch möglich. Haben Sie da was gefunden? Nee, ich suche noch. Ja, da wird der Turm wieder zur großen Challenge hier. Oh, ein Poster! Ja. Und wir haben uns gedacht, mit unserem jugendlichen Leichtsinn, wir können danach noch was anderes machen. Hat sich dann wohl erledigt. Weil wir zu blöd sind, auf diesen Turm zu kommen. Aber eine Höhle. Hab ich jetzt erstmal nicht weiter gesehen. Das ist natürlich jetzt wieder ein schöner Vorführer. Ah! Guck mal hier, hinter dir. Hallo. Ich glaube, ich hätte da einen Anhaltspunkt. Meinst du? Ja, eventuell. Mal gucken. Die Blindis unter sich wieder hier. Aber wir haben es ja gefunden. Hallo. Da. Kiste Nummer 1. Ach, die Kritik ist dann nicht mal gut. Ja, dann nehmen wir mal die Leiter so lange, würde ich sagen. Yeah! Doch nicht so blöd, wie wir aussehen. Yeah! Ausrasten! Hier ist irgendeine Kiste. Hallo! Ausschau halten, ist irgendwo eine Kiste. Jetzt nicht. Ich glaube, die ist bestimmt irgendwo außen oder so. Ey! Hallo? Ey, geht doch. Hier irgendwo. Kletter doch einfach, Freundchen. Lalala. Ja, ich brauche gleich die Orientierung verloren. Eben. Verpflichten. Das ist viel cooler als bei den blöden Rebellen hier. Die haben eine cool schwarz-rote Uniform. Yeah! Jetzt hat sich das Thema runterfallen gelohnt. Hast du die Kiste gefunden? Vors Gesicht. Da klettert der Maxe. Hallo, lieber Witzel. Weiter geht's. Das ist der vierte von 28 Stück. Oh. Eine Ankündigung des Ministeriums für öffentliche
Also hier drinnen ist ein Seil. Ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, die wir haben. Wackel! Wackel! Ja, und jetzt? Jetzt hängen wir hier. Also, das ist darüber schwingen. Genau, ich schwing und wieder darüber. Oder so wie ich mach's kompliziert auf das Ding daneben. Ich geh mal hier ein Fallding auf. Hallo, Klettermaxe Nummer 2, los. Da war irgendwo noch ein Haken. Ein Haken gibt's hier immer. Ja, gut, wir können auch das. Harmonie. Achso, du weißt, dass ich dachte, wir werden angeschossen. Wenn dieser Tür einen Unterschlupf bietet, wird ebenfalls erschossen. In diesem Krisenzeit ist es umso wichtiger, ich glaube, man wird hier sehr schnell erschossen. Definitiv kein Urlaubstier für uns. Voll in die Wand gefallen. Genau. So, ihr lieben Leute. Er ist über uns. Oh, schießt hier. Da! Hat sie ja der letzte Freunde. Oder Freunde. Der letzte Turm. Yeah. Hopp, bitte hopp. Eine Reise. Du Prapapana. Schreien. Was haben wir noch im Angebot? Toadman's Dreieck. Hurra, hurra, der letzte Turm ist auch schon da. Neue aktive Töter. So. Hätten wir das? Oh, wir haben sogar alle Kisten, das ist sehr schön. Nichts im Turm vergessen, so wie sich das gehört. Abflug. Oh, dann glotzen wir mal auf dem Map, wo wir denn... Bewaffnete Eskorte hätten wir sonst gleich noch. Das ist doch wie für uns gemacht. Toll gemein, hier unten ist ein Hubschrauber. Da kommt sie angezischt. Hi. Hallo. Oh, hier ist ein Hubschraubschraub. Ja, eben, die haben wir eben noch gebraucht. Ich bin auf alles. Ja, dann, ne? Let's dance. Eskortiere und beschütze einen Konvoi mit Nahrungsmitteln bis zum ausgewiesenen Übergabepunkt. Das kriegen wir doch hin. Ich denke doch auch. Super. Wir schicken Nahrung in ein hungerndes Dorf. Aber es muss schnell gehen, sonst könnte das alles verderben. Kein Problem. Ich schicke dir die Koordinaten. Und sei vorsichtig, die Straßen hier sind gefährlich. Na dann! Einsteigen! Auf los geht's los! Los! Achso, ich zieh ja. Oh, die hebt, die hebt, die hebt. Da, 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 da. Sehr geehrte Passagiere, wir sehen uns auf dem Flug 212 zur Lebensmittel Escort. Ich hab keine Organaberger. Buddy, ich hab meinen Bum-Bum dabei. Ich muss einsteigen. Da ist noch Munition, ne? Okay, jetzt. Ich kann los! Wieso habe ich jetzt schwer Schaden genommen? Hast wohl dein Zeh unterm Rad hängen lassen. Oh, oh, das ist gut. Heute ist es vielleicht buggy. Du machst vorne, ich mach vorne, du hinten. Ja. So, hat sie wohl erlebt. Vorne ist noch alles frei. Gegner hinter uns! Hinter uns!
Ja. Erwischt. Ach, der lebt ja noch. Nee, nicht mehr. Das war ein ganz böser, zäher Mensch. Echt wahr. Besser. Was, wie? Oh, ich. Beziehung zum Sterben. Los. Oh, das kommt da. Cool, ihr habt das Poster erwischt. Oh, irgendwo schießen sie da. Da vorne, wo vorne, wo vorne, wo, wo? Noch nix. Ah, da! Ah. Auf den Krag fallen! Ich glaube, der ist nicht mehr da. Oh, der Truck hat schon einen halben Schaden. Ja. Auch nicht so bald da. Wir können ihn ja auch reparieren. Wir steigen aus und halten an. Glaube ich. Glaubst du? Bei unserem Glück fährt er weiter. Ja. Aber ich denke mal, wir sind da. Wir sind aus wie eine Sackgasse. Ich kann zu raus, ja. Ja. Das war ein Poster-Taxi. Das war ein Taxi. Ja. Gut. Und das die Lebensmittel? Pass auf, pass und wieder erfolgreich den Menschen von Kyrod geholfen. Darauf ein Salut. Ja. Darauf ein Blatt. Ja. Kommt gleich runter. So, gibt's hier irgendwo eine Kiste? Ja, hier gibt's irgendwo eine Kiste. Da ist sie. Gleich mal eine Belohnung klauen. Meine Männer danken dir, Bruder. Oh, hier ist ein Medipack. Brauchst du noch was? Aber du ja. Noch nie so gut ausgerüstet. Brauchen aber noch mehr. Ja. Dafür wurdest du nö, kann ich nie. Bin wohl schon voll. Soll. Ja, dann. Und unser Truck hat keinen Schaden genommen, wie Sie sehen. Der sieht aus wie neu. Sieht unser Zeitmanagement aus? Das sieht wunderbar aus. Wir sind auf jeden Fall noch im Rahmen. Weil wir haben nämlich 5 Meter vor unserer Nase quasi einen Außenposten. Ja. Sehr begeistert. Ja. Ja, ja. Wir müssen den ja nicht sneaky machen. Das reicht ja, wenn wir den aufräumen. Aber wir können uns jetzt sneaky ranwagen, zumindest. Ja, wir können versuchen. Und nach 2 Sekunden merken wir, es klappt. Wie immer. Weil es ist ein schwerer Außenposten. Also weiß ich nicht, wie wir das da so gesneakt hinkriegen. Zumal die alle Röntgenblick haben, die Arschgeigen. Nein, er muss ja, ne? Mhm. Wenn wir nicht, denn die. So, ich würde mal sagen, ich positioniere mich mal schon mal im Büsch. Was sagt denn die Kamera? Nichts. Ah doch, da oben. Okay, ich merke schon, du hast eine dezent bessere Position als ich. Ach, hau ich das? Ja. Ich halte auch nur wahllos auf dem Busch. Aber das Problem ist, ich sehe nichts, weil die Leute Bäume vor sind. Kann man so froh sein, dass die Kamera so gut ist. Also ich kann... Einen kann ich hier wegsniepern. Ja, ich würde mal sagen, einer ist weg. Oh ja, von hier sehe ich auch ein bisschen besser. Ach, du sitzt da hinten, okay.
Weiß nicht, wird das gefährlich, wenn ich den wegsniebe? Ah ne, jetzt klettert der hoch. Okay, jetzt sollte ich den nicht wegsniebern, das sieht man. Ach Gott, da sitzt auch ein Fetter. Warte, ich markiere den immer. Da sitzt auch ein Fetter. Haben die eine Leiche gefunden? Das ist nicht so gut. Das Problem ist, der eine Fette, der hat genau den Blick auf die anderen hier. Das ist ein bisschen... So, Achtung. Die wittern Probleme. Oh, da einer kommt in deine Richtung irgendwie. Alles klar. Den hatte ich auch gerade im Visier. Der eine Fette rennt da rum. Oh, da ist ja noch ein Fetter. Den einen mit dem Blitz könnte ich auch, glaube ich, kriegen, wenn er... Nein! Ah, jetzt geht er nach links weg. Jetzt ist er hinter der Mauer für mich. Alles klar, ja, den hatte ich auch gerade im Visier. Ich hätte ihn genau auf der anderen Seite. Der war zum Tode verurteilt. So, der kommt ja ein Fetter auf die zu, mehr oder weniger, ne? Ja, die müssen wir im Stealth-Modus, im Takedown-Modus niedermähen. Sind nur noch die beiden Fetten, die da jetzt rumrennen? Mach, nee, ich bezweifle das mal ganz stark. Da habe ich einen für dich. Ich hole nochmal die Kamera raus. Also hier habe ich schon... Ah ja, genau, den hatte ich auch gerade im Auge. Oder gerade im Auge hattest. Aber der wird jetzt fett von den Fetten bewacht gerade. Der eine geht direkt zu ihm hin. Das war ein schönes Wortspiel übrigens, liebe Powerbrüste. Was denn? Der wird fett von den Fetten bewacht. Oh, warte mal, den einen Sniper, den kann ich sogar wegkriegen, wenn ich noch ein bisschen weiter nach rechts gehe. Den schnack ich mir doch mal. Lalalala. Ich komme dir sogar entgegen, Kumpel. Lalalala. So, wo bist du? Da bist du. Ah, hinter der Mauer. Ich bin kotzt. Gehen wir noch ein Stück rum. Lalalala. Oh, hier ist ein Stein. Voll gegen Stein gerannt. Oh, Kontrollpunkt entdeckt jetzt ist. Lieber spät als nie. Ich glaube, das müsste es mal gewesen sein. Ich bin schon im... Also ich kreise mein Ziel hier schon relativ ein. So, einmal ab ins Gebüsch. So, Kumpel, jetzt brauche ich nur noch einmal kurz deinen Kopf, sonst kann ich leider nicht auf dich schießen. Mann, wo rennst du denn jetzt schon wieder hin, Mann? Ui, das war knapp. Oh, da ist ein Poster. Oh, ich hab den genau den Dicken hier vor meiner Nase. Nein, er hat mich gesehen. Hallo, ich wollte eigentlich einen Takedown machen. Kann ich irgendwas tun? Ich schnitzel! Ich habe ihn gerade wirklich mit dem Messer getötet. Ohne Takedown. Lobeswert, das ist nur noch einer. Ja, ich habe ihn hier. Sauber. Sneaky, aber. Ohne Alarm. Oh, hat aber fast geklappt. Scheiße. Ja. Oh, da kam mir der eine Fette doch leider noch entgegen. Ich habe mich dann auch noch hingehockt, aber ja, gut, dass er mich da sieht, war klar. Oh Mann! Ja. Ist das ärgerlich. War gar nicht so schwer. Nö, das auf keinen Fall, aber das Niedrige war natürlich jetzt leider nicht. So Leute, das war mal richtig noobfrei. Bis auf unsere Turmstartprobleme. Ja, darüber reden wir. Nee, das zählt auch nicht. Das ist alles schlägst du ja vergessen. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ja, ja. Danke für den Daumen und danke für die Kommentare vor allem. Genau. Und ich hoffe, dass ich auf eine nächste Woche oder so wieder eine eigene Ansicht habe, weil im Moment, ja, klappt das so mit Aufnahme und Spiel ruckelfrei gerade nicht so. Und ja, ich habe keine Ahnung, warum das hier so rummuckelt.
Aber wir werden sehen. Sonst bleibt das erstmal an bei einer Ansicht. Aber das geht ja sonst auch erstmal zur Not, würde ich sagen. Hauptsache, ja, überhaupt eine Ansicht. Genau. Hier ist dein Poster. Dann sagen wir auf Wiedersehen mit der berühmt-berüchtigten Poster-Abriss-Aktion. Wo will sie denn hin? Hier ist gerade eine Kiste irgendwo. Okay, wir sagen schon mal Tschüss. Liebe Powerbrüste, sucht noch eure Kiste. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss.